Hallo, ich bin Jacqueline. Hallo, ich bin die Shalini und wir wollen euch heute etwas über das Hand- und Fußsyndrom erzählen. Das kann nämlich während oder nach der Chemotherapie auftreten. Und ja, wir wollen euch erklären, was man vorbeugend und unterstützend machen kann und wie man am besten die Symptome abmildern kann. Das Hand-Fuß-Syndrom ist eine Hautnebenwirkung, die durch bestimmte Krebsmedikamente ausgelöst wird. Diese Nebenwirkung kann bereits einige Tage nach Therapie beginnen, aber auch erst nach einigen Monaten auftreten. Zu Beginn sieht man leichte Rötungen, es kann Taubheitsgefühl und Kribbeln in den Hand- und Fußinnenflächen auftreten. Es können allerdings auch andere Hautareale betroffen sein. Im Verlauf der Nebenwirkung verstärken sich die Rötungen, es kann zu Blasenbildungen kommen, es können Schwellungen entstehen und verdickte Hautareale. Dies führt dann auch häufig zu Schmerzen und dazu, dass es zu Einschränkungen bei alltäglichen Arbeiten kommt. Werden die ersten Hautveränderungen aber frühzeitig erkannt, kann sowohl der Schweregrad vermindert werden, als auch die Häufigkeit des Auftretens. Ja, was man dagegen machen kann, ist zum Beispiel das Kühlen der Hände und der Füße. Der Stoffwechsel und die Durchblutung der Hände werden und der Füße werden dadurch verlangsamt und man verhindert dadurch, dass das Chemotherapeutikum in die äußeren Extremitäten wandert. Ja, was man dabei beachten sollte, ist zum Beispiel, wenn man die Kühlhandschuhe in den Tiefkühler aufbewahrt, dass man vielleicht zum Schutz auch Baumwollhandschuhe dazu trägt und auch nochmal vorher nachfragen, ob wirklich das Kühlen geeignet ist, denn nicht für jede Chemotherapie ist das geeignet. Des Weiteren kann man seine Hände und Füße mit harnstoffhaltigen Salben oder Cremes pflegen. Dazu wäre ein Harnstoffgehalt von 5-10% empfehlenswert. Damit kann man die Hände und Füße einfach mehrfach am Tag eincremen. Man kann allerdings auch einen Salbenwickel über die Nacht durchführen, indem man einfach die Salbe oder die Creme etwas dicker aufträgt und Baumwollhandschuhe darüber zieht. Ja, eine weitere Methode ist ein Leinsamenbad. In den Leinsamen befinden sich Schleimstoffe, die auf einer Haut zum Beispiel einen Schutzfilm bilden. Für ein Leinsamenbad benötigst du 100 Gramm geschrotete Leinsamen. Die bekommst du in der Drogerie oder in einer Apotheke. Lass die Leinsamen mit 1 Liter Wasser für 5 Minuten kochen und anschließend auf eine für dich angenehme Temperatur abkühlen. Anschließend kannst du die Hände und Füße für 5-10 Minuten darin baden. Das Ganze kannst du ruhig 2-mal täglich machen. Bitte koche die Leinsamen aber jedes Mal frisch ab und wende das Bad nur bei intakter Haut an, um die Infektionsgefahr zu vermeiden. Bei Fragen zum Hand- und Fußsyndrom, aber auch zu deiner Chemotherapie, kannst du dich gerne bei uns melden. Vielen Dank. Tschüss. Das war's. Tschüss.